In aller Freundschaft, Schockdiagnose Assistenzarzt Florian. In aller Freundschaft, die jungen Ärzte wird in den nächsten Wochen überaus dramatisch für eine beliebte Figur der Krankenhausserie, Assistenzarzt Florian Osterwald, Leon Baskzyk. 28, ist sehr an der Alzheimer-Studie von Alika, Cassandra Wedel, 39, interessiert, schließlich muss er fürchten. Genau wie sein Vater daran zu erkranken. Unter seinem Fokus leidet allerdings das Forschungsprojekt, welches er eigentlich mit Emma, Elisa Akbagla, 33, und Miko, Luan Gummich, 34, für einen Wettbewerb einreichen will. Ein Gentest soll Klarheit darüber geben, ob Florian wirklich eine genetische Disposition hat. Während Marc, Christian Beermann, 48, aufgrund der Überforderung von Florian besorgt ist, will Alika ihrem Kollegen Zeit geben, sich mit der Möglichkeit eines positiven Testergebnisses zu arrangieren. Als der Test vorliegt, kann sich Florian nur mit großer Überwindung dazu durchringen, den Brief zu öffnen. Das Ergebnis ist schockierend für den jungen Mann, tatsächlich hat er die genetische Disposition. Wie er mit der Tatsache, dass er womöglich im Laufe seines Lebens an Alzheimer erkranken wird, umgeht, werden die nächsten Wochen zeigen. In aller Freundschaft geht mit großen Schritten auf die 1.000-Folge zu, am Dienstag, 31. Januar, wird die Jubiläumsfolge ausgestrahlt, und verspricht neben einer Menge Drama auch ein unerwartetes Wiedersehen. Die KollegInnen der Sachsenklinik müssen sich in dieser Episode nämlich unter anderem um Luis, Maximilian Brauer, 13, kümmern, der bereits seit seiner Geburt unter einer sogenannten Gallengangsatresie leidet, einer Leberkrankheit, wegen der er dringend ein neues Organ benötigt. Der alleinerziehende Vater Daniel, Sönke Möhring, 50, steht hierbei nicht als Spender zur Wahl, weil er an HIV erkrankt ist, oder vielleicht doch? Roland, Thomas Rühmann, 67, und Katrin, Andrea Katrin Löwig, 56, recherchieren einen Fall, nachdem eine HIV-positive Mutter ihrem Kind eine Leber gespendet hat, und ausgerechnet Dr. Achim Kreuzer, Holger Demgen, 53, den Fans als Urgestein von In aller Freundschaft bekannt, war damals der behandelnde Arzt. Während sich Achim auf den Weg in die Sachsenklinik macht, kommt es jedoch zum dramatischen Vorfall, die psychisch erkrankte Mutter von Luis entführt ihr Kind aus der Klinik. Wie der Fall um Luis ausgehen wird, erfahren Fans schon in wenigen Wochen. Der Bergdoktor ist eigentlich ein Quotengarant für den ZDF, allerdings sieht es in der aktuellen Staffel 16, die seit Donnerstag, 29. Dezember 2022, läuft, ein wenig anders aus. Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, konnte die letzte Folge der eigentlich so beliebten Serie noch 5,4 Millionen ZuschauerInnen erreichen, was einem Marktanteil von immerhin 19% entspricht. Allerdings sei dieser Wert die niedrigste Reichweite seit 9 Jahren, wie es vom Magazin heißt. Ein möglicher Grund? Die ZuschauerInnen sind genervt von den aktuell überaus dramatischen Storylines der neuen Staffel. An den Haaren herbeigezogene Verwandte und Dramen, schreibt ein E-User auf Instagram. Ein bisschen Drama ist okay, aber fällt den Drehbuchschreibern eigentlich nichts Vernünftiges mehr ein? Fragt eine andere Person. Ich frage mich, wo meine geliebte Serie geblieben ist, heißt es von einem frustrierten Fan. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob sich die ZuschauerInnen noch beschwichtigen lassen oder ob die Talfahrt für der Bergdoktor noch weitergeht. Der Staatsanwalt-Fans dürfen sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die neue Staffel der beliebten ZDF-Serie freuen. Am Freitag, 13. Januar, starten nämlich die neuen Folgen des Fernsehkrimis, allerdings mit so manchen Veränderungen, die sicherlich nicht jedem Fan gefallen werden. Denn in der ersten Folge wird Oberkommissar Max Fischer, Max Heimersdorfer, 37, tödlich verletzt.
Nur eine Woche später entscheidet sich Hauptkommissarin Kerstin Klar, Fiona Kors. 50, nach dem traumatischen Vorfall, ihre Uniform an den Nagel zu hängen. Oberstaatsanwalt Bernd Reuter, Rainer Hunold, 73, bleibt also nichts anderes übrig, als sich von zwei langjährigen KollegInnen zu verabschieden. Doch lange muss er nicht alleine arbeiten, ab Freitag, 20. Januar, wird Annika Baumann als Hauptkommissarin Julia Schröder in Erscheinung treten. Darsteller Yannick Miodoki wird kurze Zeit später als Oberkommissar Alexander Witte hinzustoßen. Für Schauspielerin Kors endet die Arbeit am Set von der Staatsanwalt nach 18 Jahren. Dies sei eine lange Zeit, so die Schauspielerin im Gespräch mit dem ZDF. Mein runder Geburtstag kürzlich hat mir klar gemacht, dass es Zeit ist für etwas Neues. Anführungszeichen. Sturm der Liebe und Rote Rosen-Fans sind es bereits gewohnt, auch in diesem Jahr müssen die Telenovelas ein ums andere Mal ausfallen. Bereits in der zweiten Woche des neuen Jahres fliegen beide Serien gleich mehrfach aus dem Programm. Der Grund ist, wie so oft, ein Sportevent. In diesem Fall der Biathlon-Weltcup und der Snowboard-Weltcup. Am Freitag, 13. Januar, kommt noch der Weltcup im Skispringen dazu. Das heißt für die ZuschauerInnen der Telenovelas, dass am Mittwoch, 11. Januar, Donnerstag, 12. Januar und Freitag, 13. Januar, eine Zwangspause eingelegt werden muss. Ein kleiner Trost, bereits nächste Woche ab Montag, 16. Januar, gehen beide Serien wie gewohnt weiter. Und wer so gar nicht verzichten möchte, der, die kann auch auf die Mediathek zurückgreifen. Sie haben Fernsehnews verpasst? Lesen Sie den Serienticker der vergangenen Woche nach. Verwendete Quelle: TfSpielfilm.de, Presseportal ZDF.de, DWDL.de, MDR.de.